wie gesagt, hatten wir unsere Spielminuten, haben wir unsere Distanz herausgespielt. Eine Distanzverwertung war leider nicht so. Ich kann das nicht sagen von Konzentration, aber war ein paar Sachen mit Pech drin. Aber wie gesagt, stolz und machen wir weiter auch die Arbeit, und damit diese Mannschaft weiterzuentwickeln. Das war für uns ein schwieriges Spiel gegen starken Gegner. Concordia hat wirklich uns alles abverlangt, hat auch im Spielverlauf einige gute Einschussmöglichkeiten gehabt. Mhm. Unser Torhüter auch dann gut gehalten. Wir selbst haben fast 25 Minuten gebraucht, bis wir richtig im Spiel drin waren, fand ich. Und dann gehen wir auch folgerichtig mit 1-0 in Führung und kommen aus der Halbzeit raus, haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Dann bekommst du nach 2 Minuten direkt einen Ausgleich, und dann war das halt so ein typisches Pokalspiel. Concordia hat gefightet, es ging hin und her. Beide Mannschaften hatten Einschussmöglichkeiten. Mhm. Als es dann in die Verlängerung ging, fand ich, aber hatten wir auch schon zu Ende der zweiten Halbzeit, die letzten 5 bis 10 Minuten, hatte ich auch schon gemerkt, oh, wir haben mehr Könner heute. Und das hat sich dann auch in der Verlängerung durchgesetzt. Und mit dem 2-1 war dann letztendlich das Spiel entschieden. Fußball für mich ist Kunst. Die Gegnerinnen müssen eure Spiel genießen. Und genießen, wenn die den Ball zu Fuß haben und die Freiheit kriegen. Und eine Gruppe, was die Jugendarbeit bleiben möchte und arbeitet immer wieder. Das ist genau so, was ich heute gesehen habe. Aber wir brauchen mehr konstant zu spielen. Nicht so 20 Minuten das Spiel kontrollieren und dann ein paar Minuten weg, und dann brauchen wir. Und dann, ich habe mir nichts zu beschweren gegen eine Bundesligiste. Kuppelig war stärker. Ein bisschen spitziger, kann ich sagen. Aber wie kann ich sagen, ich habe unser Spiel gesehen. Schnelles, offensiv, variables Spiel in die Tiefe und Sasse herauszuspielen. Gratulation auf meine Jungs. Es war dann halt auch so ein Spiel, wer da das 2-1 in der regulären Zeit macht, der wird wahrscheinlich ja auch als Sieger vom Platz runtergehen. Ja. Wir waren dann die Mannschaft, die es geschafft hat heute.